Ja, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute mal ohne Auswärtsreferenten, heute bin ich selber dran. Ich freue mich, zu einem Thema sprechen zu können, was auf den ersten Punkt her vielleicht erstmal sehr trocken anmutet, aber Sie haben ja auch gesehen, dass vermeintlich spannende Themen in den letzten Wochen hier und da auch mal sehr trocken rüberkommen können. Vielleicht dazu einen Satz. Sie haben hier durchaus das Recht, Ihren Unmut dann auch kundzutun, wenn jemand sich erstens nicht so ausdrückt, wie Sie das von ihm erwarten, und zweitens vielleicht auch die Systematiken, die er vorgibt, nicht so einhält, wie er es vorgibt. Insofern, Sie brauchen hier niemanden zu schonen, auch mich hinterher nicht. Dennoch, staatspolitische Konzeption, das ist etwas trocken. Da werden nicht viele Spielzeuge auf dem Tisch stehen. Aber ich werde mich bemühen, trotzdem hier und da einige Aspekte zu benennen, ja, die mit Kindergartenrealität heute, aber vor allen Dingen mit ihrer Planung etwas zu tun haben. Insofern, wenn ich mich schwerpunktmäßig auf die DDR beziehe, als einzigen Staat, der eine staatspolitische Konzeption in dieser Republik überhaupt mal hervorgebracht hat, dann mache ich das auch vor dem Hintergrund der Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland. Und das muss ich jetzt sagen, und das steht alles gar nicht in meinem Manuskript, was ich jetzt gesagt habe, ist für Sie egal, was Sie in Ihrem Zweifächer-Bachelor studieren, sehr, sehr relevant. Denn das, was jetzt zumindest in dem ersten Teil kommt, mag von Anfang, so vom Eindruck erst ein bisschen banal sein, hat aber was mit der Rechtssituation und auch mit der gelebten Wirklichkeit in der Kinder- und Jugendhilfe, nicht nur bei den Kindertageseinrichtungen, sondern auch im Kulturbereich, selbst im Polizeibereich und im Schulbereich elementare Auswirkungen. Insofern, das, was wir jetzt besprechen, hat auch Konsequenzen für die Vorträge, die in den nächsten Wochen kommen, die sich stärker als zuletzt dann auch ein bisschen mit der Realität des Kindergartens in Deutschland beschäftigen. Wie gehe ich also vor? Erstens, und das ist der Punkt, den ich gerade angesprochen habe, ich versuche eine begriffliche Annäherung an Staat, Subsidiarität und Konzeptionen. Dann werde ich mich in einem zweiten... Bitte? Was ist Subsidiarität? Das erfahren Sie gleich in der begrifflichen Annäherung und ich hoffe, dass ich das verständlich machen kann, denn das ist etwas sehr, sehr Kompliziertes. Aber das wird gleich ausführlich Thema sein. Zweiter Punkt, kurze Bemerkung zum Kindergarten im Nationalsozialismus. Warum kurze Bemerkung? Nicht, weil ich den Nationalsozialismus historisch ausblenden möchte, sondern weil er aus pädagogischer Perspektive eigentlich keinen größeren Beitrag zu einer konzeptionellen Entwicklung getätigt hat. Und in einem dritten Schritt eine Skizze der DDR-Kindergartenpädagogik und die Bedeutung der Perspektive, mit der man sie untersucht. Das sind also die drei Schritte. Und mit dem ersten beginne ich dann. Ich habe hier zwar ein Manuskript liegen, ich vermute allerdings, dass ich mich nicht dran halten werde, sondern ausschließlich freisprechen werde. Den Text haben Sie aber auch in der PowerPoint, nicht nur im Word-Dokument, sondern der Text steht in der Notizenfunktion auch überall drunter, sodass Sie ihn nachlesen können. Beginnen wir also mit der Annäherung an Staat und in einem zweiten Schritt dann an die Subsidiarität. Was ist also Staat? Das ist noch relativ einfach. Man braucht dazu ein Staatsgebiet. Man braucht dazu ein Staatsvolk und man braucht eine Staatsgewalt. Jetzt könnte man natürlich sagen, Staatsgebiet könnte ja auch Osnabrück sein, Staatsvolk, alles was so ein bisschen seitlich von Westfalen lebt und die Staatsgewalt, das ist irgendwie ein gewähltes Organ in Osnabrück, funktioniert aber nicht. Weil, was Sie vielleicht in der Schule schon mal gemacht haben hinsichtlich Gewaltentrennung, die Staatsgewalt sich aus drei Aspekten zusammensetzt, nämlich der Legislative, derjenigen Ebene, die Gesetze macht. Das wären klassisch bei uns die Parlamente. Diejenigen, die diese Gesetze auszuführen haben, zum Beispiel die Polizei,
die Exekutive und die Judikative, die das alles überprüft, ob das so läuft, wie das gedacht worden ist, und die auch Menschen verurteilt, wenn sich Leute nicht dran halten. Diese Judikative, ist natürlich dann auch dafür zuständig, die zu verurteilen, wenn die hier aus dem Gebiet sich mit den Gesetzen, die sie selbst geschrieben haben, nicht konform verhalten. Jetzt kommt ein Problem rein, warum kann das nicht Osnabrück sein? Es kann nicht Osnabrück sein, weil auf kommunaler Ebene keine Gesetze gemacht werden können oder dürfen. In der Bundesrepublik gibt es nur zwei Ebenen, in denen Gesetze überhaupt gemacht werden dürfen. Das ist das Land, also das Land Niedersachsen, und der Bund. Insofern kann sich Staat eigentlich in diesem Sinne nur auf Land oder Bund beziehen. Und so ist das auch bei uns geregelt, nur dass die beiden, Land und Bund, sind staatliche Institutionen. Das ist in anderen Ländern ganz, ganz anders. Die Bundesrepublik ist aber nahezu in allen Fällen ein weltweiter Sonderfall. Also gerade bildungspolitisch werden Sie sehen, das werden Sie auch gleich, wenn wir das ans Subsidiaritätsprinzip gehen, das ist anderen Staaten so nicht eingefallen. Also das ist etwas Besonderes. Und deshalb gehe ich jetzt mal einen zweiten Schritt weiter, nämlich zum Subsidiaritätsprinzip. Und dieses Subsidiaritätsprinzip ist eigentlich ein sozialpolitisches Ordnungsprinzip, welches das Verhältnis des Staates zu den Bürgern und seinen Institutionen beschreibt. Im Gegensatz zur DDR, die dann nachher kommt, ist sowohl in der Weimarer Republik als auch in der Bundesrepublik nicht das Gemeinwohl Ausgangspunkt der Verfassung, also unseres Grundgesetzes, sondern das hier, Individuum, könnte auch Subjekt stehen. Also je nachdem, aus welcher Forschungsrichtung oder fachpolitischen Richtung man kommt, würde das Objekt stehen. Aber Individuum heißt erstmal, unsere ganze Verfassung geht erstmal von Ihnen als Person aus. Und Sie haben als Person in diesem Staat alles für sich so zu regeln, dass Sie irgendwie klarkommen. Der Staat hat für Sie erstmal gar keine Funktion. Sie müssen eigentlich Staat bilden. Der Staat ist letztlich nur eine Schutzhülle, die drumherum gewickelt ist. Aber unsere ganze Verfassung geht davon aus, dass Sie alles in Ihrem Leben erst einmal geregelt bekommen. Sie müssen auch nicht vom Staat erzogen werden. Sie müssen nicht vom Staat mit Fürsorge versorgt werden, sondern Sie sind die Person, die auf sich selbst gestellt das zu erreichen hat. Das ist die negative Konnotation. Ich kann aber auch sagen, Sie haben alle Rechte des freien Bürgers und der freien Bürgerin, das zu machen, was Sie wollen, solange Sie nicht in Konflikt mit demjenigen neben Ihnen kommen. Das ist die Freiheitsideologie, die dahinter steckt. Heißt, der Staat hat für Sie in der Bundesrepublik Deutschland keine Ziele definiert. Das ist in Frankreich ganz anders. Und hinterher werden wir es in der DDR sehen, ist es auch ganz anders. Und vom Staatsaufbau ähnelt die DDR manchen europäischen Staaten stärker als der Bundesrepublik Deutschland. Also das ist nicht immer eine Frage von sozialistischer Politik oder kapitalistischer Politik nur, das ist auch wichtig, sondern Staatsaufbauten können sich auch jenseits dieser ideologischen Zugriffsweisen anders organisieren. Jetzt denken Sie sich nochmal den kleinen Kevin, der da geboren ist und jetzt mit sich selbst klarkommen muss. Er kann sich von seinem Rücken noch nicht so richtig drehen und muss ja dann irgendwie dann doch an etwas zu essen oder etwas zu trinken kommen. Und dann tritt die nächste wichtigste Instanz ein, nämlich die Familie in Form meistens an der Stelle der Mutter. Das heißt, es gibt in diesem Subsidiaritätsprinzip ein inneres Verpflichtungssystem, das die nächste Ebene der Institution, und wir reden jetzt nur von Verfassungswirklichkeit, nicht von Lebenswirklichkeit, wie unsere Verfassung also aufgebaut ist, dass die nächste Institution diejenige ist, die zu helfen hat. Wenn also Klein Kevin mit seinem Leben nicht so klarkommt, wie er das möchte, ist zunächst die Familie gefragt. Und dieses Prinzip, dieses Subsidiaritätsprinzip, ein nachgeordnetes Prinzip, ein Prinzip der Nachordnung der kleinsten Einheiten. Historisch kommt das aus dem deutschen Liberalismus auf der einen Seite
und aus der katholischen Soziallehre auf der anderen Seite, als eine Enzyklika des Papstes Quadrogesimo Anno, aber das lassen wir jetzt hier an der Stelle. Es kommt gleich eine ganz wichtige Geschichte für unser Bildungssystem hinein. Wenn jetzt die Familie aber auch nicht klarkommt, und klarkommt heißt jetzt nicht im Sinne sozial in den Brunnen gefallen, sondern einfach auch in ihrer Organisation zum Beispiel. Ich sag mal ein Beispiel, Mama und Papa möchten beide arbeiten gehen, müssen beide arbeiten gehen, haben aber in der Zeit Oma und Opa nicht zur Verfügung und auch keine Nachbarschaft. Sind sie von unserer Verfassung her aufgerufen, zunächst einmal sich in irgendeiner Form in Selbsthilfe zu organisieren. Und das würde auch gefördert finanziell. Der Staat steht also noch nicht sofort mit einem hundertprozentigen Krippenangebot oder Kinderangebot da, Kindergartenangebot da, sondern sagt an der Stelle, guckt erstmal selber, wie ihr klarkommt. Das ist unser Verfassungsprinzip. Das hat hinterher Umkehrkonsequenzen. Und das ist praktisch seit der Weimarer Republik so. Deshalb sage ich das jetzt auch, weil man kann sich ja dann schon fragen, wieso fängt der mit der Bundesrepublik an, wenn hinter der Nationalsozialismus und die DDR kommt. Dieses Prinzip gilt im Grunde genommen in der Gesetzlichkeit, auch der Kindergartengesetzgebung und im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz seit spätestens 1922 in Deutschland. So, jetzt hat das mit der Selbsthilfe, die Nachbarschaft ist auch nicht so ganz glücklich, hat das auch nicht so ganz geklappt, die wollen auch nicht, also treten freie Träger in die Bütt. Freie Träger sind traditionell in der Bundesrepublik die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, der Zentralverband der Juden in Deutschland. Diese freien Träger haben sich jenseits von Staat mit einer ganz bestimmten Ideologie gegründet. Die Kirchen natürlich um ihre kirchliche Lehre an die Menschen heranzutragen, die Arbeiterwohlfahrt um bestimmte Prinzipien der Arbeiterbewegung an die Menschen heranzutragen und so weiter und so weiter. Wenn jetzt hier auf der Selbsthilfeebene 30, 40 Menschen sagen, so hoppla, wir brauchen jetzt aber einen Kindergarten, dann tritt auch hier noch nicht der Staat oder die Kommune ein, sondern, so hat man das in der Weimarer Republik genannt, die freie Liebestätigkeit. Das ist was anderes, als man auch darunter assoziieren kann. Das sind die Organisationen, diese freien Träger, die sich zusammengeschlossen haben, ihre Ideologie im fürsorglichen, wohlfahrtsstaatlichen System voranzubringen. Das hat jetzt Konsequenzen. Wenn diese Selbsthilfegruppe sagt, ach, wir hätten aber ganz gern weder Kirchen noch Arbeiterwohlfahrt, wir hätten jetzt eigentlich gerne kommunale Einrichtung, die da frei von Ideologie für jeden offen ist, dann ist das in der Bundesrepublik förderungstechnisch nicht so einfach. Weil die Kommunen und die Gemeinden erst eingreifen dürfen, wenn die anderen sich verneinen. Deshalb gibt es auch keine Kindergartenpflicht. Weil man davon ausgeht, dass man das selbst regelt. Also kann man nicht jemanden von oben herab verpflichten. Das geht in unserem Verfassungsrecht so nicht. Einzige Ausnahme ist die Schulpflicht. Das ist die einzige Ausnahme, wo Sie jemanden verpflichten können, zur Schule zu gehen. Heißt also, wenn jetzt zum Beispiel sehr viele sagen, wir hätten gerne eine kommunale Einrichtung und die Arbeiterwohlfahrt sagt, ach, wir haben auch schon lange keine mehr gehabt, wir hätten gerne eine, ist die Kommune letztlich dazu verpflichtet, diese Einrichtung der freien Träger zu fördern und sie nicht selbst zu übernehmen. Das ist überall in Europa ganz, ganz anders. Wenn der Staat eine Einrichtung machen will, dann macht er eine. Kann er bei uns nicht so leicht. Die Kommune kann einen Trick anwenden, wenn sie es selbst machen will, nämlich diese Einrichtung so zu definieren oder die Notwendigkeit, dass eigentlich nur sie das erledigen kann. Räumlich, weil die Kirche vielleicht da kein Grundstück hat oder irgendetwas anderes. Aber unser System lebt eigentlich aus der Kooperation dieser beiden Ebenen, in der Zusammenarbeit der freien Träger mit den Kommunen. Die Kommune als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist in unserem Bereich dann auch vollständig zuständig für die Planung dieser Kindertageseinrichtung. Die Kommune hat ein
ich sag mal, ein gewisses Interesse, dass die freien Träger das übernehmen, weil die dann auch einen Eigenanteil an Finanzen einbringen müssen. Insofern ist in der Regel eine Einrichtung eines freien Trägers für die Kommune billiger. Bringt der freie Träger nämlich seine Ressourcen nicht ein und die Kommune muss das übernehmen, muss sie den Anteil des freien Trägers auch noch mit übernehmen. Das wiederum hat in unserem Staatssystem zur Folge, dass man aus den, ich sag mal, von den 70er Jahren, wo etwa ein Bundesland vielleicht sich zu 30 Kommune nur zu 30% an Kindertageseinrichtungen beteiligt hat und der Träger vielleicht so 15-16%, dass die freien Träger zum Beispiel in Köln, da hat die katholische Kirche sehr viele Einrichtungen, regelmäßig sagen, wir kommen mit unserem Geld nicht hin, unterstützt uns doch großzügiger, dann behalten wir die Einrichtungen, wir übergeben sie euch nicht, denn sie könnten sagen, wir machen das nicht mehr und sofort muss die Kommune einspringen. Insofern ist die Kommune strukturell immer in der Situation, dass die freien Träger sagen können, wir sind zu arm, wir machen nicht mehr und dann sagen die, ach, kriegt ihr 1% mehr. Und so nähert sich das so langsam, aber sicher eigentlich fast gegen eine 100% Finanzierung der freien Träger. Ob das aus Planungssicherheitsgründen auf Dauer die richtige Lösung ist, vielleicht sollte man eine Grundsatzentscheidung treffen. Man könnte ja auch sagen, man finanziert die freien Träger zu 100%, aber dann hören diese Verhandlungen endlich mal auf. Und es gibt eine gewisse Planungssicherheit. Aber das ist eine Frage der Politikkultur, aber es ist natürlich auch eine Frage, wie weit Eltern, ich sag mal, mit zuverlässigen Strukturen rechnen können. So, jetzt kommen unsere beiden Staatsinstitutionen, Bund und Land. Länder erlassen dann die ganzen Gesetze zum Kindergartenbereich und auch die Förderrichtlinien. Das heißt, insofern haben die Länder in der Bundesrepublik Deutschland einen erheblichen Einfluss darauf, können aber selbst im Grunde genommen keine Einrichtungen übernehmen, weil die ganze Verantwortung letztlich bei den Kommunen und Gemeinden liegt. Das heißt, die Länder bestimmen massiv dann nochmal mit, was in Kindergärten passieren soll, wie es finanziert wird, welche Ausbildung es dafür gibt, alles Ländersache. Der Bund hat nahezu keine Bedeutung. Der Bund hat eigentlich nur die Bedeutung, Modellprojekte anzuschieben, also zu gucken, wir probieren mal etwas ganz Neues und dann darauf zu hoffen, dass die Länder oder die Kommunen sagen, ja, hast du nett gemacht, das machen wir auch. Er hat aber nach unten hin, außer über die Rahmengesetzgebung, SGB 8, Kinder- und Jugendhilfegesetz, überhaupt keine Steuerungsmöglichkeiten in das System des Kindergartens, in das System der Schule, in das System der Kultur und nicht einmal in das System der Exekutive der Polizei. Krankenhäuser auch nicht. Das alles spielt sich in unserer Republik eben nicht hier ab, sondern immer hier. Er hat nicht mal Finanzierungsmöglichkeiten. Es gab Programme, zum Beispiel im Hochschulausbau, als in den 70er Jahren zu wenig Hochschulen in Deutschland existierten, wo der Bund Gelder zuschießen wollte, damit die Länder Universitäten bauen. Wenn sich dann so ein Land da hinstellt und sagt, ich will aber gar keine Universität, dann wird nur dieses Land nicht nur gefördert, sondern der Bund darf dann auch die anderen Länder nicht fördern. Das heißt, es ist ein Aushandlungsprozess. Zweites Beispiel hat es mal gegeben, etwas größer, da hat die Regierung unter Schröder versucht, Ganztagserziehung anzuschieben und wollte über ein Millionenprogramm die Bundesländer fördern. Land Bayern hat gesagt, wir wollen gar keine Ganztagserziehung, wir wollen die Familie unterstützen. Da gab es dann kaum Möglichkeiten, die anderen Länder zu unterstützen und Bayern nicht von Bundesseite. Und man hat sich halt darauf geeinigt, dass Bayern die Familie mit dem Geld unterstützt und stärker unterstützt und die anderen stärker in die Institutionen gehen. Und das zeigt die schwache Situation des Bundes auf politischer Ebene. Wenn sie es also mit der Kindergartensituation in Niedersachsen zu tun hat, dann ist das relativ egal, wer deutsche Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird. Das wird hier vor Ort gemacht. In Osnabrück und in Hannover. Und dieses System hat noch eine weitere Konsequenz. Und auf die möchte ich auch noch eingehen, weil das auch nochmal wichtig ist im Unterschied hinterher zur DDR. Wenn Sie nun als Eltern sagen, also Kevin, Familie, Selbsthilfe, haben wir alles übersprungen, wir sind jetzt in einem Kindergarten,
der Arbeiterwohlfahrt oder der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche, wo auch immer, dann haben sie im Grunde genommen strukturell, nicht moralisch, gesagt, ich brauche die Hilfe von oben. In dem Augenblick verlieren sie aber auch Mitbestimmungsrechte. Und deshalb gibt es in der Bundesrepublik für Eltern zum Beispiel innerhalb von Kindertageseinrichtungen auch keine Mitbestimmungsrechte, sondern nur Mitwirkungsrechte oder Mitspracherechte. Aber keine konsequente Mitbestimmung. Die könnten nicht bestimmen, welche Ideologie der freie Träger in seiner Einrichtung ausübt. Weil sie ja sagen, ich gebe mein Kind dorthin, in dieser Rechtsauslegung. Und deshalb gibt es in der Bundesrepublik keine konsequente Mitbestimmung, weil diese Ebenen dem Schutz des Staates unterliegen und in dem Augenblick, wo sie von unten nach oben Ansprüche senden, auch dann sagen müssen, okay, ich bin ja freiwillig hier. Das ist die Verfassungsrealität der Bundesrepublik. Und ich komme dann nachher, wenn es um die DDR geht, noch einmal zurück. Ist das für Sie erstmal an der Stelle ein bisschen nachvollziehbar? Weil das ist ja knochentrocken. Aber ob Sie es glauben oder nicht, wenn Sie später mal arbeiten, mit diesem Prinzip haben Sie tagtäglich, ohne es zu merken, zu tun. Unsere ganze Rechtswirklichkeit, unsere ganze Planungswirklichkeit in allen Institutionen, bis hin zu Verbänden, unterliegt immer diesem System. Wenn Sie das einmal durchschaut haben, können Sie sofort sagen, welcher Vertreter an welcher Sitzung zu welchem Punkt was genau sagt. Weil Sie können es strukturell durchdeklinieren. Das ist eine wirkliche Kompetenz, gerade wenn man mit Politikern an einem Tisch sitzt. Bitte. Ja. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass nicht in allen Bundesländern die Kindergärten der Kultusbehörde untersteht. Also in vielen Ländern ist das Sozialministerium. Also viele Bundesländer definieren den Kindergarten als soziale Einrichtung. Andere, wie zum Beispiel das Land Brandenburg, als Bildungseinrichtung. Das ist im Bildungsministerium, was eher dem Kultus gleicht. Also das machen auch die Länder für sich. Wer da wohin gehört, das machen die alles selbst. Deshalb werden auch nach Wahlen so Ämter immer neu geschnitten. Da kommt man einen Bereich dazu, mal wird einer weggenommen. In Niedersachsen ist das Teil der Kultushoheit. Es gibt ein Referat Kindertageseinrichtung im Ministerium für Kultur. Ja, so, jetzt haben wir den Staat, die Subsidiarität und jetzt kommt der dritte Faktor. Nämlich, was ist eine pädagogische Konzeption? Da haben wir auf der rechten und auf der linken Seite die bildungspolitischen Einflüsse und die gesellschaftlichen Einflüsse, auf die gehe ich jetzt nicht ein, die sind immer groß, aber die sind im Grunde genommen auch teilweise zumindest für die bildungspolitische Seite, nicht für die gesellschaftspolitische Seite, durch das Subsidiaritätsprinzip gesetzt. Ja, und jetzt haben wir da unsere Kindergartenkonzeption. Und was ist das überhaupt? In einem kurzen Artikel aus einem neuen Lexikon, was gerade entstanden ist, zum Thema Kindergartenkonzeption beschreibt Dieter Hölterszinken, was so eine Konzeption ausmacht. Und da definiert er es als eine Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen eines Kindergartens. Also welche Modelle von Erziehung liegen der Pädagogik überhaupt zugrunde? Was weiß man über Kinder? Wie stellt man sich Kinder vor? Wie stellt man sich Handeln vor? Wie stellt man sich Erziehung vor? Ohne jetzt schon Ziele zu setzen. Die kommen danach erst. Welche Ziele werden verfolgt in einem Kindergarten? Mit welchen Inhalten und mit welchen Methoden verfolgt man solche Ziele? Jetzt gibt es Kindergartenkonzeptionen, die Einrichtungen vor Ort selbst schreiben. Aber es gibt auch die Klassiker, die Sie beim letzten Mal, zumindest in Ansätzen haben kennenlernen können. Also Fröbel Montessori, aber dazu gehört dann auch die Waldorfpädagogik, die Reggio-Pädagogik, der Situationsansatz, von dem Sie in der nächsten Woche von Christa Preising hören werden und vieles mehr. Das sind diese übergreifenden Kindergartenkonzeptionen,
die es in Deutschland gibt. Und dazu kann man vielleicht auch jetzt schon Bildungspläne zählen, die seit 10 Jahren in Deutschland geschrieben werden. Und zu diesen Bildungsplänen haben wir einen wirklich ganz, ganz tollen Referenten, nämlich den Abteilungsleiter des Landes Brandenburg, der diesen politischen Prozess des Schreibens von Bildungsplänen begleitet hat. Der wird das auch mal sehr hautnah beschreiben, wie so etwas funktioniert. Auch das sind Kindergartenkonzeptionen, wovon ich jetzt aber spreche, sind wirkliche Konzeptionen, die auch auf, ich sag mal, gewissen theoretischen Grundlagen basieren. Und nicht welche, die sich ausschließlich aus einem Ziel ableiten. Insofern gehe ich jetzt mehr, meine ich mehr die Klassiker oder auch dann hinterher auch die DDR-Pädagogik, als jetzt die Kindergartenkonzeption einer Einrichtung vor Ort. Wenn man mit einer Einrichtung vor Ort so eine Kindergartenkonzeption schreibt und macht das nicht nur als Flyer für die Eltern, sondern beantwortet mal wirklich alle Fragen, die sich so in so ein System stellen, welche Regeln gelten bei uns, wie ist unser Tagesablauf organisiert, welches Bild vom Kind haben, welche Ziele haben wir, wie setzen wir die Ziele um, mit welchen Methoden, wann sind Angebote und so weiter. Wir haben das mal mit einer Einrichtung durchgespielt, da landet man dann schnell bei 150 Seiten. Die Frage ist, ob das noch handhabbar ist. Diese Einrichtung war sehr zufrieden über dieses Selbstverständnis. Ich will nur damit sagen, wenn man so etwas, egal ob man die Klassiker nimmt oder vor Ort nimmt, das sind nicht 3-4 Sätze, sondern das ist eine umfangreiche Vorstellung dessen, was zu tun und zu lassen ist. So, wo kann jetzt der Staat steuern, bezogen auf die Kindergartenkonzeption? Achso, eins müssen wir noch ganz klar werden. Wenn wir im Bereich der Konzeption sind, hat das nichts mit Wirklichkeit zu tun. Also ich habe so viele Kindertageseinrichtungen gesehen, die haben gesagt, ja, wir arbeiten nach dem Situationsansatz oder wir arbeiten nach Montessori. Dann meinen die damit meistens ein Konzept, ob das, was der Situationsansatz meint, in dieser Tageseinrichtung überhaupt jemand vorgekommen ist. Kann man noch gar keine Aussage drüber machen. Wir sind wirklich auf der Planungsebene jetzt und nicht auf der Wirklichkeitsebene. So, wo kann jetzt der Staat, jetzt müssen wir die beiden Sachen zusammenbringen, pädagogische Konzeption und Staat, wo kann er denn steuern? Er kann natürlich beim Personal steuern. Durch Ausbildungsrichtlinien, durch Zugänge von Personal zu Einrichtungen. Er kann bei den Trägern steuern, dass er bestimmte Träger zulässt, andere nicht. Bestimmte Träger vielleicht besonders sponsert, andere nicht. Also er hat auch da Möglichkeiten zu steuern. Er kann bei den Familien steuern, zum Beispiel dadurch, dass er Familien stärker finanziell in die Situation bringt, auch ihre Kinder in Kindertageseinrichtungen geben zu wollen oder zu müssen. Und er kann natürlich in der Finanzierung der Institution steuern, bis hin zur Planung von Spielzeug. Dazu komme ich gleich in der DDR. Das heißt, der Staat hat sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Einfluss auf Kindertageseinrichtungen zu nehmen. Wie sich das dann aber in der Wirklichkeit der Kita letztlich spiegelt, ist dann doch nochmal ein ganz anderes Thema. Er kann zum Beispiel bei der Institution, habe ich gerade vergessen, natürlich auch über Öffnungszeiten. Wenn ein Staat zum Beispiel sagt, bei uns sind alle Einrichtungen um 12 Uhr dicht, dann hat er ein gewaltiges Steuerungselement, um die Wirklichkeit einer Gesellschaft zu prägen. Umgekehrt, wenn er sagt, unsere Einrichtungen haben 24 Stunden auf, dann wird sich auch diese Gesellschaft erheblich verändern. Denn die Nachfrage wird an der Stelle nicht immer nach dem Bedarf, sondern manchmal auch nach dem Angebot gesteuert. So, lassen Sie ein kurzes Zwischenfazit, bevor wir dann zum Nationalsozialismus in der DDR kommen. Also in Deutschland ist der Kindergartenbereich bedingt durch das Subsidiaritätsprinzip spätestens seit der Verankerung im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 stark vom Engagement und der Ideologie freier Träger geprägt. Zweitens, eine inhaltliche Steuerung von staatlicher Seite findet nahezu nicht statt. Positiv ausgedrückt, nahezu jede Einrichtung kann weitestgehend in den Rahmenbedingungen, die da sind, ob die schlecht sind oder gut sind, ist was anderes, relativ deutlich machen, was sie will. Natürlich sind durch das Kind allein Grenzen gesetzt. Und durch die Personalausstattung natürlich auch.
konzeptionelle Vorgaben sind vor dem Nationalsozialismus kaum vorhanden. Und Schlussfolgerung, die Orientierung damals bieten vor allen Dingen die reformpädagogischen Modelle, sei es von Fröbel oder von Montessori. Jetzt machen wir einen Schnitt, jetzt kommen wir aus der abstrakten Ebene raus und machen jetzt mal einige kurze Anmerkungen zum Nationalsozialismus. Der Kindergarten im Nationalsozialismus wäre eigentlich ein eigenes Thema. Was ich Ihnen hier abgebildet habe, ist eine PDF-Datei aus dem Internet, Wendepunkte in der Geschichte der öffentlichen Kleinkindererziehung. Da können Sie auf 94 Seiten 94 Bilder zur Geschichte der Kleinkindererziehung sehen. Ich wollte den Nationalsozialismus an dieser Stelle nicht sonderlich behandeln, weil er genau das nicht geliefert hat, was ich gerade gesagt habe. Ein konsistentes Modell theoretischer Grundlagen, Ziele, Methoden und letztlich Inhalte. Er wird heute beschrieben als ein System in der Bildung von Irrationalismus, Anti-Intellektualismus und einer universellen rassistischen Biologie. Aber eine Konzeption wurde nicht ausgearbeitet, aber, und das ist nicht unwesentlich, der Nationalsozialismus hat natürlich auch im Kindergarten versucht, seinen Einfluss geltend zu machen. Und Erning beschreibt das vor allen Dingen an dem Programm der NSDAP, nämlich die Gleichschaltung der Kindergärten. Die NSDAP hat relativ frühzeitig, und bei der Arbeiterwohlfahrt ist ihnen das auch sehr schnell gelungen, die Einrichtung in die nationalsozialistische Volkswohlfahrt übernommen. Bei den Kirchen hat das etwas länger gedauert, bis hin, dass es an einigen Stellen gar nicht geklappt hat. Das meint die Gleichschaltung, also alles unter der Organisation der Nationalsozialisten. Die Dequalifizierung der Erzieherin, also ein Ausbau intellektueller Förderung in der Ausbildung der Kindergärtnerin hat nahezu nicht mehr stattgefunden. Es wurde reduziert auf Körper- und Gesundheitserziehung, auf eine starke geschlechtsspezifische Erziehung mit einem hohen Maß an Politisierung. Das ist jetzt natürlich sowas wie ein bisschen Achterbahnfahrt durch die Geschichte. Das ist nicht ganz seriös. Und man müsste darüber eigentlich ein eigenes Seminar machen. Aber wenn man sich die Quellen genauer ansieht, dann war das Ziel eigentlich schon der nationalsozialistischen Politik im Kindergarten, wie man es hier in dem Bild genauer sehen kann. Nämlich die Jungen sollten Soldaten werden und die Mädchen anständige Mütter. Und das beschreibt im Groben neben der rassistischen Ideologie auch das weitgehende intellektuelle Programm des Nationalsozialismus. Und das meine ich jetzt nicht zynisch oder polarisierend, weil das wäre eine Verharmlosung, die ich an dieser Stelle überhaupt nicht durchführen will. Aber wenn man sich die Quellen anguckt, reduzieren sich dann meistens doch die Hinweise für den Kindergarten auf dieses polare System. Das will ich in keiner Weise verharmlosen, denn die Spuren, ich weiß nicht, bis wann man sie empirisch spürt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass diese überhöhte Soldaten- und Mütterideologie letztlich historisch sich schon überlebt hat. Aber Gründe dafür muss man sicherlich auch noch an anderer Stelle suchen als im Nationalsozialismus. Insofern gehe ich von diesem Thema jetzt weg. Ich zeige Ihnen noch mal einige Bilder, die das jetzt hier verdeutlichen aus dieser PDF-Datei. Das ist dann auch alles hübsch getrennt. Schützengrabenspiele. Und was ich dazu sagen muss, also es ist aus einem Archiv mit über 8000 Bildern. Das sind keine Einzelfälle. Das ist nicht hier mal ein Kindergarten. Das kann man natürlich auch mal leicht schön so aufbereiten. Das ist nicht der Fall. So. Jetzt verbietet es sich eigentlich, so einen Schwenk zu machen und zu sagen, und jetzt nehmen wir die DDR-Pädagogik, sondern der Schwenk liegt einfach in einer historischen Marke, 1945, als der Nationalsozialismus zumindest als Organisation
nicht mehr die Verantwortung im Deutschen Reich trug. Und sich einfach zwei Entwicklungslinien zeigen, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Es ist ja also jetzt kein Vergleich der DDR mit dem Nationalsozialismus, sondern es ist jetzt ein Strang nach 45, der heute beginnt. Und der nächste Strang, der dann bis in die 1990er Jahre hineingeht, den wir nächste Woche die Christa Preising machen zur Bundesrepublik. Und ich beginne da jetzt, bevor ich zur Konzeption gehe, mit einer kleinen historischen Einordnung. Ich hatte ja gerade schon gesagt, auf einer Seite, 45, was gab es? Es gab die Erinnerung an Fröbel, an Montessori, aber in der DDR dann auch sehr, sehr schnell, wobei man bei Montessori jetzt gucken muss, was war von ihr überhaupt schon da, von diesem Zeitpunkt her, aber es gab Materialien schon. Und in der DDR dann sehr schnell auch die Sowjetpädagogik von Anton Semjonowitsch Makarenko und Nadezhda Krupskaja, der Frau von Lenin, die auch sehr viel in der Kindergartenpädagogik in der Sowjetunion gemacht hat. Aber ansonsten gab es auch nicht viel ausgearbeitete Konzeptionen. Und es gab die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus. Und da trifft die DDR eine Grundsatzentscheidung, ich kann jetzt nicht die Genese dessen genauer zeigen, die ganz anders läuft, als ich sie gerade mit dem Subsidiaritätsprinzip beschrieben habe. In der Bundesrepublik wird die Entscheidung getroffen, der Nationalsozialismus hat die Familien so stark indoktriniert, wir müssen die Familie vor staatlicher Intervention schützen. In der DDR hat man es genau umgekehrt gesagt, die Köpfe der Menschen sind im Nationalsozialismus so einseitig ideologisiert worden, wir müssen gegen ideologisieren. Also man hat im Grunde genommen nicht gesagt, der Mensch muss befreit werden von dieser staatlichen Ideologie, sondern er braucht eine andere und die für sich selbst gedachte, besonders gute Ideologie. Das sind zwei ganz unterschiedliche Wege, die dann auch ganz unterschiedliche Konsequenzen haben. Und die DDR baut auf politischen Forderungen der Arbeiterbewegung nach Einheitlichkeit, obligatorisch und weltlich. Einheitlichkeit bedeutet ein einheitliches Schulsystem für alle Kinder, von der Kindergartenstufe bis zur Hochschule, also nicht unterteilt in unterschiedliche Schulformen. Obligatorisch, dass jedes Kind die Möglichkeit haben soll, dieses System auch zu besuchen. Und weltlich letztlich die Forderung befreit, bildungspolitische Befreiung von Religion. Das sind die Grundpfeiler, die nach 1948 diskutiert werden, die aber relativ schnell durch die Organisation in der DDR verändert werden und gar nicht mehr weiter diskutiert werden, weil man muss sich vorstellen, nach 1948 haben die damaligen Siegermächte, die Alliierten, die Kontrolle sowohl über die Bundesrepublik als auch über die DDR. Und auf dem Gebiet der DDR war das ausschließlich die Sowjetunion unter Stalin. Und die hat sehr deutlich ihre Einflüsse auch auf die Kindergartenpolitik deutlich gemacht. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass es mir ganz wichtig ist, jetzt nochmal zu gucken, worauf guckt man eigentlich, wenn man sich mit Geschichte des Kindergartens beschäftigt. Und da möchte ich mal einen Weg mit Ihnen gehen. Man kann so etwas erstmal schreiben wie eine Begriffsgeschichte. Also man könnte zum Beispiel sagen, hat sich die Bedeutung des Begriffes Kindergarten im Rahmen einer Zeit verändert? Ich frage nach etwas anderem. Ich sage, für pädagogische Konzeption hat es in der DDR im Laufe ihres Bestehens zwischen 1949, der erste Grundsatz war schon 1948 in der damals SBZ, sowjetisch besetzten Zone, bis 1985, was hat sich da eigentlich begrifflich getan? Also wie hat sich der Begriff für eine pädagogische Konzeption verändert? Und ich zeige Ihnen jetzt mal was. Und ich würde Sie bitten, das mal auf sich wirken zu lassen und diese Wirkung mal zu beschreiben, was Sie dahinter analysieren. Sie haben jetzt also im Grunde genommen die Aufgabe, Sie haben nur diese vier Quellen. Sie haben diese Titel, dieser vier Pläne. Und Sie sollten anhand nur dieser vier Quellen jetzt beschreiben, wie hat sich die DDR von 1948 bis 1985 verändert. Oder hat sie sich überhaupt verändert?
Sehen Sie Tendenzen? Bitte. Also ich würde sagen, es deutet immer mehr auf Bildung hin. Also es fängt ja an mit Grundsätzen der Erziehung im deutschen Kindergarten. Das ist ja noch relativ, könnte man sagen, das sind jetzt sozusagen, welche Ideologien vertreten wir oder was wollen wir als Grundprinzip haben, als Menschenbild vielleicht oder so. Mhm. Und dann geht es ja aber Ziele und Aufgaben der vorschulischen Erziehung, das geht ja schon mehr in Richtung, ja, das ist ja mehr eine Zielsetzung. Und dann sagt man, wir wollen auch unseren Kindergartenkindern das und das machen oder wir wollen sie vorbereiten, dass sie dann in der Schule zurechtkommen oder sowas. Das ist ja ein bisschen zielgerichteter als einfach nur, wie sehen wir die Menschen, mit denen wir hier arbeiten, würde ich sagen. Und das geht ja dann so weiter. Also Bildungs- und Erziehungsplan, würde ich sagen, ist noch mehr strukturiert. Und Programm hört sich für mich noch ein bisschen detaillierter vielleicht an, als, also das ist, man sagt, es wird immer detaillierter beschrieben, in welchem Programm wir wie das planen und an welchem Tag wir was machen. Okay, damit haben Sie eigentlich schon die begriffliche Analyse vollständig geliefert. Sie haben auf der einen Ebene den Aspekt von Erziehung und hinterher von Bildung, der immer stärker wird. Und Sie haben so eine Vermutung, irgendwie ist das immer enger gezurrt, ne? Immer differenzierter, immer ausgefeilter. Man könnte die DDR genauso beschreiben, als eine Geschichte der Durchstrukturierung eines politischen Prozesses. Können Sie genau so machen. Jetzt gibt's noch, jetzt könnten Sie jetzt sagen, okay, das kann ich hieran noch zumindest an der Semantik zeigen. Aber jetzt kann man ja auch sagen, jetzt kann man noch ein bisschen spekulieren. Forscher dürfen das eigentlich nicht, aber die machen es permanent. Wir sagen es ihnen nicht. Die Frage wäre jetzt, warum? Überlegen, spekulieren Sie mal, haben Sie jetzt kein Wissen darüber, warum? Was steckt dahinter? Was könnte die Motivation sein? Ist jetzt wirklich Erbsenleserei. Wobei die Erbsen noch gar nicht da sind. Bitte. Man befand sich im Systemkampf, genau. Also haben sie halt ihr Hintergrundwissen aktiviert, ist auch gut. Und so haben sie relativ, sie könnten relativ konsistent jetzt Quellen dem zuordnen und nur auf der Ebene der Veränderung des Begriffes für Kindergartenkonzeption schon relativ deutlich eine Veränderung staatlicher Lenkung feststellen. Wenn sie das jetzt dann tun und sagen, jetzt muss ich eigentlich nur noch was finden, wo sich vielleicht hier der Systemkampf dran aufzeigen lässt. Und das lässt sich sehr leicht, weil in der DDR war die Ausbildung 1:1 auf die Umsetzung in Kindergarten gemünzt. Bei uns ist unsere Ausbildung manchmal sehr, sehr allgemein. Und dann ist da noch der Kindergarten. In der DDR gab es ein Programm für den Kindergarten und auf den hin sind die Kindergärtnerinnen, wie sie dort hießen, auch ausgebildet worden. Und ich zeige Ihnen jetzt mal das erste Programm für die Ausbildung von 1973, die direkte Folge dieses war, von dem war. Und parallel dazu den Plan von 85. Und dann sehen Sie auch ganz genau, was Sie jetzt da hinten schon vermutet haben. Nämlich, wenn Sie sich das mal nebeneinander durchlesen. Und das war parallel zueinander. Das ist immer dann hinterher, 12 Jahre später, in das übersetzt worden, verändert worden. Sie können es also an der Stelle relativ deutlich sehen, was Sie gesagt haben. Es ging um die eigene Profilierung des sozialistischen Staates und verknüpft mit dem Programm, wie Sie genannt haben, immer weiter durchstrukturiert, immer stärker versucht, dieses Menschenbild und diese Politik auch pädagogisch zu implementieren. Und deshalb kann man schon allein an den Begriffen sehr gut deutlich erkennen, wie sich die DDR in Teilen verändert hat. Man muss natürlich vorsichtig sein, man befindet sich auf der Ebene von Begriffen und nicht gesellschaftlicher Wirklichkeit. Aber wenn man dann gesellschaftliche Wirklichkeit untersucht, kommt man an solchen Stellen zu ähnlichen Punkten. Es zeigt sich also, manchmal lohnt es sich, erst einmal bei den Begriffen zu bleiben.
Und es gibt viele solche Zugänge, die man sich erstmal klar macht. Untersuche ich eigentlich die Begriffe oder untersuche ich die Sozialgeschichte, also wie die Menschen dort gelebt haben, die Rechtsgeschichte, welche rechtliche Veränderungen sich ergeben haben, die Personengeschichte, also wer hat das eigentlich gemacht und wer steht da im Fokus, Regional- oder Periodengeschichte, war es in Karl-Marx-Stadt genauso wie in Berlin, war es auf dem Land genauso wie in der Stadt oder die Institution, sagt der eine Kindergarten aus wie der andere. Solcher Perspektiven muss man sich bewusst machen, wenn man einen Zugriff auf Geschichte wählt. Wir haben jetzt die Begriffe genommen und ich wähle in einem zweiten Schritt die Konzeption in der DDR, damit wir ein bisschen näher an die konzeptionelle Planung kommen. Frag aber vorher noch einmal, und dazu nehme ich dieselbe Folie, die wir schon einmal hatten, nämlich nach Konzeption und Wirklichkeit. Und hier muss man sagen, dass die DDR im Gegensatz zur Bundesrepublik nahezu auf allen Ebenen immanent und permanent gesteuert hat. Das heißt, sie hat konkrete Ausbildungspläne für ihre Kindergartenpläne erlassen. Sie hat ganz bestimmte Zugänge nur für bestimmtes Personal in bestimmte Einrichtungen organisiert. Es gibt mit Ausnahme der Kirchen überhaupt keine anderen Träger. Der Staat bzw. die Kommunen und Bezirke waren Träger der Kindertageseinrichtungen. Eltern mussten ihre Kinder in Kindertageseinrichtungen bringen, sonst hätte es auch Probleme mit dem Wohnungsmarkt und so gegeben. Und die Institution ist wirklich von der DDR vollständig durchgestylt worden. Es gab den Typ A, B, C und D für Räumlichkeiten, also für die Gebäude. Es gab ein zentral organisiertes Spielzeugwesen. Es gab vorgeschriebenes didaktisches Material. Es war alles durchdesignt, kann man es praktisch nur sagen. Das heißt, die DDR hat die anfangs beschriebenen Steuerungsmöglichkeiten, die die Bundesrepublik an der Stelle kaum nutzt, nahezu vollständig ausgenutzt. Ausgenutzt jetzt nicht moralisch, sondern hat es einfach getan. So, und jetzt kommen wir an eine sehr, sehr unübersichtliche Grafik, die aber versucht, die Konzeption des Kindergartens der DDR mal etwas genauer zu beschreiben. Also wichtig ist, und das gehört auch zu dem, was sie gerade nochmal mit der durchstrukturiert hat, in der DDR wurde von Anfang an in altershomogenen Gruppen und nicht in altersheterogenen Gruppen der Kindergarten organisiert. Das heißt, es gab eine Gruppe der Dreijährigen, der Vierjährigen und der Fünfjährigen. Und das Programm baute konsistent aufeinander auf. Hier haben Sie jetzt genau das Gegenteil von unserem Subsidiaritätsprinzip in Form der Konzeption der Pädagogik der DDR. Das war dieses letzte Programm. Und da steht dann wirklich auf allen Seiten, was die Erzieherin zu machen hat, wie lange das dauern soll. Und das ist alles wirklich durchorganisiert. Noch einmal, das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Solche Pläne finden Sie in Japan, solche Pläne finden Sie in Frankreich. Der Sonderfall ist die Bundesrepublik. 16 Pläne. Hier ist jetzt alles umgedreht. Es ist nicht mehr das I da unten, das Individuum, sondern das Ziel der Gesellschaft richtet sich auf das I von oben. Es ist ein kollektiv vorgegebenes Ziel, nämlich die allseitig und harmonisch entwickelte sozialistische Persönlichkeit. Und für die hat der Staat die Verantwortung. Also, dass jedes Kind und jeder Mensch in der DDR zu dieser allseitig und harmonisch entwickelten sozialistischen Persönlichkeit wurde und wird, dafür übernahm der Staat die Verantwortung. Und das hat enorme Konsequenzen durch das ganze pädagogische System der DDR durch. Denn hier hatte die Erzieherin die Aufgabe, das zu gewährleisten. Das heißt, es ist nicht gedacht, das Individuum muss das Ziel erreichen, sondern der staatlich beauftragte Pädagoge oder die staatlich beauftragte Pädagogin muss das Ziel erreichen. Das hatte zur Konsequenz, dass in der DDR zum Beispiel ein Lehrer sich rechtfertigen muss, wenn ein Kind sitzen geblieben ist. Weil gesagt wird, wenn der Mensch erziehbar ist, und davon ist die DDR-Pädagogik ausgegangen, dann liegt es in dem Versagen des Erziehers oder der Erzieherin, dass das Kind das nicht geschafft hat. Folglich muss der Lehrer oder die Lehrerin sich rechtfertigen, wenn das Kind sitzen geblieben ist. Was hast du alles nicht gemacht, dass das Kind das nicht geschafft hat? Das hat eine Logik. Das ist jetzt nicht, ich meine das jetzt nicht als Kritik, es ist eine vollständig andere Logik, als die wir haben. Bei uns ist ganz klar, das Individuum hat irgendwas falsch gemacht und deshalb funktioniert das nicht. Oder die Familie hat nicht gut genug aufgepasst. Die Schule jedenfalls ist nicht dafür verantwortlich vom Staatssystem.
Das ist ein ganz anderes Denksystem. Und das hat Konsequenzen. Weil man natürlich sagt, wenn der Staat schon so ein Ziel hat, dann muss er es auch erreichen. Und das muss natürlich jetzt von oben nach unten organisiert durchgedruckt werden. Und jetzt kommt etwas, das geht aus der Grafik nicht heraus, wird aber auch in vielen Büchern und in der Forschung häufig nicht so ganz richtig verstanden. Sie lesen dort moralisch-sittliche Erziehung, geistige Erziehung, ästhetische Erziehung, körperliche Erziehung. Das waren an allumfassende Erziehungsvorstellungen der DDR, aber es war mehr. Es war etwas aus der russischen Entwicklungspsychologie von Rubinstein abgeleitete Entwicklungsdimensionen von Kindern. Das heißt, sie können bei dem ganzen System, ich zeige Ihnen das gleich nochmal bei Spielarbeit und Beschäftigung, sie haben auf der einen Seite den pädagogischen Anspruch der moralisch-sittlichen, geistigen, ästhetischen und körperlichen Erziehung. Sie haben auf der anderen Seite das Menschenbild und die Entwicklungsvorstellung, dass der Mensch sich in diesen Dimensionen entwickelt. Das heißt, sie haben auf der einen Seite ein relativ psychologisches Modell und haben aber eine direkte pädagogische Ableitung, dass da dann an der Stelle was getan werden muss. Das ist ganz, ganz relevant. Das ist nicht nur eine pädagogische Zielvorstellung, sondern es ist ein Hinweis auf Entwicklungsdimension. Und die Erzieherin, und das hat man in der DDR sehr, sehr früh erkannt, muss diese vier Aspekte, diese Entwicklungsdimension, in der Gestaltung des Lebens im Kindergarten zusammenführen. Und jetzt kommt für die DDR-Erzieherin, und wir haben wirklich hunderte von Seiten, oder tausende sogar, von Seiten Interviews geführt nach der Wende, kommt etwas für die Erzieherin dort oder die Kindergärtnerin dort etwas ganz, ganz Schwieriges. In der russischen Entwicklungspsychologie gibt es Vorstellungen, dass sich das Kind in drei unterschiedlichen Formen des Tuns, des Handelns entwickelt. Nämlich einerseits im Spiel. Ihr kennt das ja, ich sag mal, aus der Bindungstheorie auch, mit den polaren Explorationen auf der einen Seite und Spiel auf der anderen. Dann so etwas wie Arbeit, also wo das Kind eben nicht spielt, sondern voll im Ernst der Sache ist und wenn man es dabei stört, unter Umständen auch aggressive Ausbrüche gibt. Da ist das nicht Spiel, sondern da ist das manchmal ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss oder bei der Frau was anderes. Das ist an der Stelle dann hochgradiger Ernst, das haben die Arbeit genannt. Und es gibt etwas Angeleitetes, was Gerd Schäfer letzte Woche, diese Balance zwischen, ich sag mal, Selbsttätigkeit und angeleitetem Tun, das ist in den Beschäftigungen angelegt. Auch hier wieder, das sind zwei pädagogische Dimensionen. Einerseits sind das hinterher die Formen, in der die Erzieherin zu arbeiten hat. Nämlich unterschiedliche Spiele anzubieten, unterschiedliche Formen der Arbeit, Arbeiten für die Kindergruppe, Selbstbedienung, Arbeiten für den Kindergarten, Blumengießen und so weiter. Und zu ganz bestimmten Inhalten, fast stundenplanmäßig, sehen Sie hier Muttersprache, Kinderliteratur, bekannt machen mit dem gesellschaftlichen Leben, Sport, Musik und so weiter. In unseren Bildungsplänen wären das heute die Bildungsbereiche. Formen, in denen die Erzieherin den Alltag mit den Kindern realisieren soll. Aber es ist noch etwas weiteres. Es ist eben auch die psychologische Vorstellung, dass das Kind, die Formen des kindlichen Tuns sind. Es ist also auch hier wieder diese doppelte Dimension. Einerseits die pädagogische Anforderung und auf der anderen Seite die Organisationsform, in denen Kinder etwas tun. Das ist die Grundstruktur dieses Programmes für die Bildung und Erziehung im Kindergarten. 10 nach 3. Ja. Bin auch gleich fertig. Und die Erzieherin musste dies jetzt abarbeiten. Und dann komme ich jetzt noch zu einer weiteren Grafik. Und jetzt bitte ich Sie, Ihre Operngläser rauszuholen. Ging nicht anders. Wie ist das mit der 8. Reihe da hinten? Ist das mehr Raten oder geht gar nichts mehr? Ja, das sind jetzt typische Kindergartenpläne. Ich sage Ihnen jetzt auch,
Ja, eigentlich sehen sie da hinten auch nicht weniger, wenn ich es wegmache. Das sind jetzt typische Kindergartenpläne von Kindereinrichtungen und ich lese Ihnen mal eine Spalte nur vor. Es ist bis heute unklar, ob die Erzieher oder die Kindergärtnerin dort die Pläne so gemacht haben, weil sie sie gegenüber ihren Legitimationsstellen, also die Fachberatung wurde in der DDR durch Kreisreferentin, also die wurden beraten, aber auch kontrolliert, die Kindereinrichtungen, ob die mehr für die Legitimation geschrieben haben oder ob der Alltag wirklich so war. Aber ich sag mal, nachdem wir dann etwa 100 Kindergärtnerinnen interviewt hatten, waren wir dann schon der Überzeugung, das hat relativ viel mit dem Alltag dort zu tun. Also Sie sehen, 6-7 Uhr kommen die Kinder in der DDR dort an. Auch das müssen Sie sich klar im Kopf halten, was das bedeutet. Ein vollkommen veränderter Tagesablauf, früher ins Bett. 7 bis 8 Uhr Körperpflege, Morgengymnastik, Morgenkreis. 8 bis 9 Uhr Frühstück. 9 bis 10 Uhr erste Beschäftigung, also in den Bildungsbereichen, wie ich sie gerade genannt habe. Dort ungefähr 25 Minuten angeleitet durch die Kindergärten. In kurze Pause zweite Beschäftigung. 10 bis 11 Uhr, da steht nichts. Da haben Kinder dann gespielt wahrscheinlich, relativ frei. Oder bestimmte Angebote, die Erzieherin sonst noch gemacht hat. 11 Uhr bis 12 Uhr Mittagessen. Dann wurde die Kindertageseinrichtung umgebaut. Aus den Schränken wurden Betten geholt. Das gab es in den 60er Jahren bei uns auch und gibt es natürlich in Kindertageseinrichtungen an einigen Stellen auch. Also 12 bis 14 Uhr Mittagsschlaf. Da mussten alle schlafen gehen. Also die durften nicht nur. 14 bis 15 Uhr wecken, anschließend Kaffee trinken. 15 bis 16 Uhr begann dann so langsam die Abholzeit, die sich dann so bis 17 Uhr 30 hinzog. Die DDR-Pädagogik müssen Sie sich also jenseits, und das vernachlässige ich jetzt ganz bewusst, also jenseits der politischen Indoktrinierung, ich habe auch noch überlegt, ob ich ein großes Bild von Erich Honecker mitbringe, aber habe ich dann gelassen, jenseits der politischen Indoktrinierung, die ja immer wieder Thema ist, ob da jetzt ein Panzer der Nationalen Volksarmee oder was auch immer stand. Den habe ich jetzt mal bewusst außen vor gelassen. Mein Eindruck ist, dass dieses System selbst in sich eine Logik trägt, die dem Individuum nicht mehr allzu viel Raum lässt, und zwar sowohl der Erzieherin als auch dem Kind selbst. Deshalb lassen Sie mich zum Abschluss wirklich nur noch ganz kurz einige Aspekte benennen, wie Kindergärtnerinnen aus der DDR das System selbst eingeschätzt haben. Positiv betont wurde vor allem die inhaltliche Vollständigkeit. Also man war nach der Wende relativ überzeugt, in unseren Einrichtungen in der DDR wurde Bildung betrieben und im Westen doch letztlich nur Sozialromantik. Das haben fast alle Interviews so hergegeben. Damit verbunden war aber auch etwas ganz Besonderes. Man glaubte auch, dadurch, dass dieses Programm so vollständig war, konnte man sehr deutlich sehen, wenn man nach anderen Aspekten von Bildung gefragt hat, dass die nicht verstanden worden sind. Das heißt, alles, was hier nicht drin steht, war auch nicht Bildung. Ich polarisiere jetzt mal absichtlich. Man hatte durch so ein geschlossenes System wie dieses Buch die Sicherheit zu wissen, das ist meine Bildung. Und das hat nichts mit diesem Buch zu tun, sondern wahrscheinlich mit 40 Jahre Entwicklung dieses Buches. Dieses Buch ist über 40 Jahre immer wieder verändert worden. Aber, und das ist eine ganz spannende Geschichte. Die Erzieherin, die an mehreren Büchern von ihrer Biografie her noch beteiligt waren, haben das gar nicht gemerkt. Die waren so drin in ihrer Sache, dass das ihres ist. Ob da jetzt ein blauer, ein grüner oder ein roter Umschlag, also nochmal zurückzukommen zu unseren Begrifflichkeiten, dass da wesentlich was drin verändert worden, haben die gar nicht, trotz Fortbildung gar nicht mitbekommen. In allen Interviews. Wie gab es da zwei? Nö, ich hab da immer meinen grünen Plan gehabt. Der war von 73. Sie hätte schon seit 5 Jahren nach dem anderen arbeiten müssen. Das ist da teilweise gar nicht angekommen. Und das war kein Einzelfall. Das heißt, ich sag mal, so ein vollständiges System, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, als Sie gesagt haben, immer ausdifferenzierter, kann wohl offensichtlich auch dazu verführen, dass man relativ resistent gegen Neuerungen ist.
Das hat sich dann aber kontraproduktiv teilweise für die DDR ausgewirkt, weil diese Ideologisierungsbemühungen sind dann teilweise verpufft, weil die Erzieherinnen die Ohren zugemacht haben. Weil sie sowieso nicht mehr hören konnten. Das war ist eine ganz spannende Geschichte. Nahezu konsequent negativ beurteilt wurde dieses Zeitregime, was ich Ihnen gerade geschrieben habe. Es gibt Aufnahmen von der Kindergärtnerin, die hätte ich Ihnen auch gerne gezeigt. Die waren echt in Hektik. Also, weil die ihr Programm durchziehen mussten. Die standen unter einem Druck. Das soll nicht heißen, dass es in einer bundesrepublikanischen Einrichtung nicht ähnliche Anforderungen gibt. Aber dieses Zeitregime, alles muss hintereinander und auf jeden Fall zu dem und dem Zeitpunkt. Das hat starken Stress verursacht und die Kindergärtnerinnen sagen auch durchgängig, auch bei den Kindern. Kritisiert wurde auch die Kollektiverziehung mit der Tendenz zur unzureichenden Berücksichtigung des einzelnen Kindes gehörte dahinter. Dazu werde ich jetzt nicht sagen, ich werde Ihnen dazu zusätzlich einen sekundäranalytischen Text anhängen, weil die Kollektiverziehung müsste man selbst auch beschreiben, weil es ist etwas anderes, was in der Weimarer Republik, nicht in der Weimarer Republik, sondern in der Sowjetunion der 30er Jahre unter Kollektiverziehung bei Makarenko verstanden worden ist und was hinterher in der DDR daraus gemacht worden ist. Deshalb kann man da jetzt nicht so einfach drüber hinweggehen. Ich werde genau an diesem Punkt einen etwas längeren Text noch zusätzlich anhängen. Und vierter, ein letzter Aspekt, die politische Ideologisierung der Kinder wird in der Respektive, wie komme ich denn auf Respektive? Darüber sollte ich mal nachdenken. In der Retrospektive negativ verurteilt. Dabei ist eins ganz besonders auffällig, nämlich dass Prozesskritik gegenüber Normkritik überwiegt. Wir haben am Anfang gedacht, als wir die Interviews geführt haben, wahrscheinlich werden die doch sagen, hier die Panzer und so, das haben wir den Kindern sowieso nicht gezeigt, die haben wir unter den Tisch geschoben oder haben den grünen Panzer rot angemalt oder ich weiß es nicht was. Das war aber gar nicht das Thema. Die Kindergärtnerinnen haben argumentiert, das ist etwas, was die Kinder sowieso nicht verstehen. Sie haben eigentlich fachlich argumentiert mit der Nichtvermittelbarkeit dieses Themas. Und das war ganz spannend und zwar durchweg und das war so kurz nach der Wende, dass es dafür keine Sprachregelung gab. Also nicht so, dass man sich jetzt schon fortbilden konnte, wie werde ich ein guter Wessi und wie drücke ich mich dort aus, sondern es war wirklich überwiegend, dass Erzieherinnen von ihrem eigenen System nicht enttäuscht waren, weil sie etwas über Erich Honecker sagen sollten, sondern weil sie schlicht und einfach gesagt haben, wie dumm muss man eigentlich sein, zu glauben, dass Kinder so etwas verstehen. So haben sie geantwortet und zwar durchweg. Das fanden wir sehr, sehr erstaunlich. Sie haben also aus fachlicher Perspektive beurteilt, was Kinder zu einem gewissen Zeitpunkt verstehen können, aus ihrer Perspektive. Ich würde das anders beurteilen. Und was nicht. Damit komme ich zum Schluss. Staatspolitische Konzeption. Die DDR gibt es seit 1990 nicht mehr. Und Geschichte gibt keine direkten Empfehlungen für die Gegenwart, schon gar nicht für ein anderes System. Ich möchte trotzdem einige Aspekte hier benennen, die als offene Fragen oder Hinweise sowohl für das Studium als auch für fachpolitische Entscheidungen relevant sein können. Ich verzichte jetzt nochmal zurückzugehen auf die Subsidiarität, obwohl ich mir sicher bin, dass die Fragen, die jetzt kommen, auch für die nächsten Seminare, wenn es um Bildungspläne geht, relevant sein können. Vielleicht auch schon nächste Woche, wenn der Situationsansatz da ist. Klärungsbedürftig bleibt die Frage nach der Intensität von Steuerung, Inhalt und Organisation, also die Frage des Verhältnisses von Freiheit und Vorgabe. Das hat Gerd Schäfer letztes Mal schon angedeutet und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir uns diese Frage neu stellen müssen, weil 16 Bildungspläne mit mehreren hundert Konzeptionen zusätzlich, für jeden Bildungsbereich nochmal eine eigene Konzeption, für Sprache unter Umständen eine Vorgabe, die vom Menschenbild her sich diametral gegenüberstellt von der Konzeption, die für die gleiche Einrichtung dann für Mathematik und Naturwissenschaft gelten soll. Ich glaube, wir brauchen eine Diskussion darüber, wie dieses Verhältnis definiert werden soll. Und meines Erachtens hat uns gerade auch die DDR an der Stelle gezeigt, wenn man, und ich bin mir natürlich bewusst, dass das nicht nur der Plan des Kindergartens waren, sondern natürlich auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der DDR. Aber wenn etwas zu komplex wird, dann muss man sich mal genauer angucken, wie Menschen darauf eigentlich reagieren.
und sie vereinfachen es meistens in einer nicht mehr zulässigen Form. Und ob das dauerhaft produktiv für das Gesamte ist, muss man sich fragen. Also, und das gilt, das Gleiche gilt im Übrigen nicht nur für die Frage Staat, Erzieherin, sondern es gilt natürlich auch für die Frage Erzieherin, Kind. In diesem Kontext ist auch noch einmal die Rolle der Erzieherin im pädagogischen Prozess genauer zu betrachten. Ich glaube, wir haben in der Bundesrepublik immer noch kein Verständnis dafür, was Erzieherinnen sein wollen, was der Staat will, was die Erzieherin sein soll. Mal soll sie Partnerin sein, mal soll sie auf Augenhöhe arbeiten, mal soll sie Bildungsfachkraft sein, mal Betreuungsfachkraft. Mir ist das alles irgendwie etwas suspekt. Ich glaube, wir brauchen ein genaueres Bild, was man eigentlich will. Und wenn es nur heißt, es muss sowieso jeder selbst vor Ort entscheiden. Aber diese 100 Bilder nebeneinander, ich bin mir nicht so sicher, ob das auf Dauer tragfähig ist. Und letztlich, der Faktor Zeit ist nicht zu unterschätzen. Geben wir den Kindern in den Einrichtungen eigentlich Zeit oder nehmen wir sie ihnen? In der DDR hat sich gezeigt, dass das Zeitregime, so wie es gefahren worden ist, sehr, sehr kontraproduktiv ist. Und mein Eindruck ist, wenn wir in der Bundesrepublik nicht aufpassen, übernehmen wir ähnliche Strukturen, wie sie dort schon gewesen sind. Und auch das halte ich für kontraproduktiv. Und ich finde, wir sollten über die wertvolle Zeit, die die Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder verbringen, genauer nachdenken, welche Zeit sie selbst brauchen und welche Zeit die Gesellschaft von den Kindern dort beansprucht. Herzlichen Dank.